Ne? Dann sollen die mal sagen, dass ein Kompressor und Turbo in einem Kompakt nicht reinpassen würden. Ne? Das will ich sagen. Wahnsinn! Froschgeld ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit unserem Kompressor-Turbo-Projekt. Turbo habe ich auseinandergebaut und wie man hier sieht, der ölt. Also das hat man, sieht man jetzt hier nicht so, aber im Nahluftkühler war Öl und in den Schläuchen war Öl. Sogar hier war Öl. Warum? Ganz simpel, Ibo, auch für dich. Das Ding guckt nicht senkrecht nach unten. Okay. Der muss unbedingt senkrecht nach unten, weil das Öl nicht schnell abfließen kann. Mhm. Und dann drückt er das Öl durch den, also das heißt Ringe hat er ja drin. Mhm. Und durch den Ringen drückt er den raus. Und dann wird es ölig. Das werden wir noch ändern. Wollte ich auch ändern, ich habe es voll vergessen. Was wir heute machen, ist einfach Ladenluftkühlerverrohrung so kurz wie möglich machen. So, dass wir einen ganz, ganz kurzen Weg haben. Das werden wir heute machen, wie zum Beispiel, das werden wir verlängern. Dann werden wir hier noch ein Rohr verlängern. Das zeige ich euch noch, natürlich Turbo. Müssen wir auch noch verlängern. Aber die Ansaugbrücke ist heute auch sehr wichtig, weil wir jetzt sehr viel Ladedruck haben. Müssen wir unbedingt die Ansaugbrücke, einmal die Kurbelwellenentlüftung rausholen. Wie ich das heute mache, zeige ich euch auch. So, Turbo werden wir nochmal vergrößern und einen vernünftigen Anschluss drauf schweißen. Dass wir auch so einen kleinen Weg haben. Hier genauso einen Bogen werden wir schweißen, so dass wir auch einen kleineren Weg haben. Das ist heute unsere Aufgabe. Die Ansaugbrücke raus, erneuern natürlich die Dichtung gleichzeitig mit. Die habe ich ja auch da. Jetzt vom Kompressor haben wir zum Turbolader nur noch so einen kleinen Weg. Und danach geht er so runter in den Turbolader. Und dann wird der hier in den Ladeluftkühler. So haben wir das gemacht. Also von Weitem sieht es okay aus, von nah nicht. Wenn wir das Ganze hier verlängern und dann Ladeluftkühler rein. So ist unser Plan. Das Gute dran, ich sag mal, dieser Turbolader kostet ja 120 Euro. Ist ja nicht so teuer, ne? Der geht kaputt. Alles kein Problem. Das bauen wir aus und bauen das in den neuen ein. Und den ersetzen wir. Den hier können wir jetzt ein bisschen zurück machen, das ist nicht schlimm. So, haben wir ein. Achso, hier haben wir jetzt keinen reingemacht. Boah, ho, ho, ho. So, machen wir den wieder ab. Hier eins rein, da eins rein. So. Und dann hier einen rein. Auf. Passt. So wird das aussehen. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, wir verlängern das hier. Möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass wir den hier verlängern. Das heißt, so ein Rohr, also ich weiß jetzt nicht, den müssen wir noch bearbeiten. Ungefähr so. Alter, der passt sogar perfekt. Ich brauche mich gerade. Dann so. Das sieht doch schon männlich aus. Jetzt können wir den zumachen. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber sowas. Ne? Sollen die mal sagen, dass ein Kompressor und Turbo in einem Kompakt nicht reinpassen hier. Ne? Das will ich sagen. Wahnsinn. Wick schweißen kann ich auch nicht. Falls der eine oder andere dann sagt, du hast nicht gut geschweißt? Ja, habe ich nicht. Mein eigener Bruder ist Wickschweißer. Ich habe ein paar Freunde, die Wickschweißen können, auch professionell. Ich möchte keinen angewiesen sein, versteht ihr?
Ich habe keinen Bock, irgendeinen anzurufen, auf ihn zu warten. Und dann muss der auf mich warten, weil ich irgendwas zu tun habe. Und dann klappt das sowieso nicht. Deswegen mache ich es lieber selber. Er sieht nicht schön aus, ist aber auch egal. Hier gibt es keine Jury, außer ihr, die mir einen Pokal geben wird dafür. Ach so, Dankeschön. Okay, das zählt nicht. Zweiter Tag oder dritter Tag, keine Ahnung. Jetzt holen wir die Ansaugbrücke raus, werden die Ansaugbrücke einmal cool, wenn Entlüftung komplett rausholen und dann gucken, was wir alles da entfernen. Das habe ich gesehen mit dem Öl hier. Wahnsinn, wie viel Öl da noch rausgeflossen ist. Guckt euch das mal an. Das ist noch frisches Öl, ne? Das ist das Problem, wenn man den Turbo nicht gerade macht, ne? Also das ist Wahnsinn, hätte ich jetzt echt auch so nicht erwartet. Und das Schlimme ist, wir sind ja nicht mal gefahren. Und der hat extremst Öl gezogen. So muss das Ding aussehen. Und der war 3 cm an der Seite und der hat extrem Öl rausgeschossen. Habe ich so auch nicht erlebt, muss ich sagen. Und das müssen wir weiterhin beobachten. Es kann aber auch sein, dass das durch die Kurbelwindentlüftung alles rausgekommen ist. Aber dann müsste doch hier drin eigentlich alles ölig sein. Hier drin ist es aber nicht. Nee, also das ist definitiv Turbo gewesen. Das ist genau die Turbo-Seite. Hier geht der Ladedruck von dem Turbo rein und dann wird es ja gekühlt. Weil hier sieht man ja den Ölfleck schön und hier nicht. Und jetzt wissen wir natürlich auch, warum bei Vollgas ausgegangen ist und dann auch sehr, wir haben echt sehr lange gebraucht, dass er wieder startet. Die ist trocken, das ist das Gute. Jetzt holen wir einmal die Benzinleitung wieder raus. Und dann bauen wir die Ansaugbrücke ab. Aber hier sieht es doch schön aus, ne? Hier sieht es gut aus. Schön, schön, schön. Schön. Ob am Ende echt vernünftig läuft und wie er läuft, weil mit dem Kompressor und Turbo, das muss ja ganz anders sein. Aber bin mal gespannt. Boah. Das kann ja mal sein, dass da was ist und beim Abbauen fällt da was rein und das ist nicht gut. Die ist runtergefallen. So, bei Gedore haben wir was Geiles hier mit dem Magneten. Das brauchen wir auch. Damit die Schrauben genau nicht so runterfallen, haben wir so einen Magneten hier über. Das heißt, wir schrauben den raus und der wird dann sofort magnetisch festgehalten, so dass er nicht mehr rausfliegt. Wie gerade. Siehst du, zack, holst du raus und dann ist der hier. Das ist eine gute Erfindung. Das ist geil, ne? Ja. So, Ansaugbrücke ist ab. Ansaugbrücke, Ibo. Ja. Ist die Kurbelwindentlüftung, die machen wir ab. Das bleibt. Den machen wir ab. Das brauchen wir auch nicht mehr. Dann müssen wir gucken. Ja, der ist eigentlich auch nicht wichtig. Den holen wir auch raus. Der war hier mit diesen zwei Schrauben gar nicht fest, ne? Unten, den habe ich nie abgebaut. So, was jetzt auch wichtig ist, jetzt können wir schön in die Kanäle reinschauen. Und du siehst noch, da ist noch jede Menge Dreck, ne? Das müssen wir auf jeden Fall einmal rausholen, sauber machen. Ja, das ist schon. Das hier können wir alles rausholen. Hier sieht man das immer schön, wenn man hier einen Kompressor einbaut, dann kann man das so rausholen. So, drehend rausholen. Oh, guck mal diesen Schmand an hier. Wahnsinn. Also wir könnten den mal aufbauen. Das heißt aufbauen, könnte man kaputt machen. Also du könntest gleich das Ding hier einmal die ganzen
Nasen kaputt machen, Ivo, weil den werden wir sowieso nicht einbauen. Und dann gucken wir uns den mal von innen an. Den müssen wir auch schön sauber machen, Ivo. Mhm. Siehst du, ne? Mhm. Also, kontrolliert eure KGE. Guckt ihr das dann. So, wie sieht die Membrane aus? Der war noch dicht. Aber so sieht das aus, ne? Kurbelwellenentlüftung. Also man fährt ja nicht mehr Saugermotor, man hat dann halt aufgeladenen Motor. Desto mehr Ladedruck du fährst, desto mehr Blowgase hast du im Motor. Also das Erste, was passiert, Kurbelwellenentlüftung wird voll geballert mit Öl. Ne? Weil die Blowaufgase kommen ja von Motor unteren durch und dann hast du auch Öl mit dabei. Ich sag mal, für Turbo-Umbauten nicht gut geeignet, weil Öl lässt sich nicht verbrennen. Was passiert? Man hat Leistungsverlust. Aber auch Unwichtigkeit. Die Leitung müssen wir auch zumachen. Wir machen das so. Hier haben wir ja diese Leitung. Den können wir ja hier reinmachen. So. Das Original BMW mit der Schraube. Ja, und das ist Rücklauf. Den Rücklauf müssen wir natürlich auch jetzt zumachen. Das ist auch eine Schraube rein. Schelle. Was einmal ab ist, machen wir neu. Du saugst bitte einmal hier die ganzen Kanäle da frei. Mhm. Wir gucken, dass wir da nichts verloren haben. Dann machen wir das mal sauber. Hier Ölleitung und so nochmal anschauen. Und dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. So, Ansaugbrücke ist wieder drauf. Guck mal, Ivo, wie viel Öl wir immer noch für hier. Wie der Turbo rausgeschossen wird, immer noch. Ja, also wir müssen den später echt richtig warm laufen lassen. Ja. Und dann ab und zu Gas geben, damit er alles rausschmeißt. Dann würde ich mal sagen, Kollege, wir bauen den wieder zusammen. Kompressor ist wieder drin. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit der Verrohrung alles richtig gemacht haben. Jetzt erstmal Turbo rein. Plus das rein. Mal gucken, ob das auch klappt. So, ich würde mal sagen, Ibo, perfekt. Das ist schon mal perfekt. Ja, wir können den jetzt ein bisschen zurück machen. Normalerweise haben wir schon lange frei, aber Ibo wollte unbedingt das Ding heute noch laufen sehen. Also erstmal ein riesen Dankeschön an Ibo. Ja. Eigentlich wollte ich ja früher kommen, aber. Ja, heute war ja ein bisschen. War ja ein bisschen Action. Wir sind ready. So sieht das jetzt aus. Wir haben sehr, sehr kleine Wege. Also eigentlich unmöglich, dass er den zusammendrückt. Und jetzt, wenn alles dicht ist, mal schauen, wer jetzt anspringt. Die sind so geil geworden. Ja, guck mal, der drückt sich kein bisschen. Und das Geile ist,
Lass mal gucken, wie die Gasannahme ist, Ivo. Kannst sehen. Bei Vollgas. Also, gar keinen Druck. Geil. Könnt ihr gleich komplett zusammenbauen? Thermoschalter muss ich nochmal anschauen. Ivo? Ja. Weil der Lüfter funktioniert die ganze Zeit. Das ist nicht gut für unser Öl. Weil wir haben 10W60 drin. Das Öl braucht eine gewisse Temperatur, damit er gut schmieren kann. Ne? Ja. Und deswegen ist das nicht gut. Natürlich, irgendwo ist das schon gut. Da muss man aber sehr lange warten, bis er richtig betriebswarm ist. Aber das Geile ist, er geht nicht mehr aus. Ganz gut, ja. Und wie sieht das hier mit den Schläuchen aus? Die bewegen sich auch nicht so extrem, ne? Ja, nur ein bisschen mal hinten, aber. So, da drückt sich nicht ein. Ja, dann mach mal bitte. Ich will mich mal einstellen. Lass mich mal einmal schauen. Also, bester Mann. Ich schuf da mal dran, schalten wir mal rein. Wir könnten so leichte Probefahrt machen. Ne? Einfach mal, also nicht ganz hochdrehen. Aber wir könnten ja mal gucken, bis er, ich sag mal, wie er sich hält bis 4000, 5000 Umdrehung. Ganz leicht. Wir dürfen natürlich jetzt nicht sehr viel Gas geben, weil im Ladeluftsystem ist noch sehr viel Öl. Das heißt, es kann sein, dass er wieder ein bisschen stottert. Wir machen so, dass das ganze Öl erstmal weg ist. Und danach werden wir auf jeden Fall ja, neue Zündkerzen rein. Wir haben 3 Wochen lang Vollgas gegeben. Jeden Tag Überstunden gemacht. Auch der liebe Ivo. Dankeschön, ehrlich. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet mit den Verrohrungen. Sorry, wir haben ja voll vergessen. Geht die Motorhaube runter? Mach mal. Warte. Hier ist irgendwas? Ah, das hier. Oder was? Das stört. Ne? Ja, das stört die doch. Hier ist der Widerstand. Na? Was wird das sein? Was wird das sein? Hier. Ja, guck mal hier. Genau hier stört der Ivo. Ja, ist ja kein Problem, das können wir ein bisschen wegwechseln. Aber ansonsten. Der zu. Ja, mit ein bisschen Gewalt geht der zu. Das hier. Nehmen wir hin. So. Ivo, ja? Ich bin gespannt auf die Probefahrt. Wir machen eine ganz leichte Probefahrt. Du hast fast eine Minute. Eine Minute noch? Okay, wir halten uns kurz. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir eine Probefahrt machen. Da bin ich gespannt, wie er
reagiert. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ivo, danke schön, mein Lieber.